So, also, das war eure Vorstellung, eure Kurzvorstellung. Und jetzt würde ich sagen, habt ihr gemeinsam 3 Minuten 33 Sekunden Zeit, uns mit eurem Pitch oder die Jury besser gesagt mit eurem Pitch zu überzeugen. Ich gucke mal in die Regie. Wir sind bereit? Wir sind bereit. Ich kriege einen Daumen hoch. Also, würde ich sagen, leg mal los. Alles klar. Das Geld wandert zunehmend aus den Regionen ab, wodurch lokale Gewerbe vermehrt verschwinden. Das führt zu monotonen und homogenen Städten und Gemeinden und zerstört die regionale Individualität. Hinzu kommt ein anhaltender E-Commerce-Trend und ein seit Jahren erwachsener Fokus der Konsumenten auf ihre Region. Daneben zeigen lokale Unternehmen ein enormes Interesse an der Digitalisierung mit einem Investitionsschwerpunkt auf Marketing und Kundenbindung. Unsere Antwort: interaktives Guthaben für die Region. Eine Lösung mit unendlichen Möglichkeiten. Aus der Initiative Helfen.Berlin haben wir die B-Card und in kürzester Zeit eine App entwickelt, um das Guthaben zu digitalisieren und so den Weg für weitere Lösungen zu ebnen. Mit der Symbioticon haben wir im ersten Level unsere Detect Cashtags erarbeitet. Im zweiten Level haben wir mit der Minga-Card unsere zweite Plattform gestartet. Und im dritten Level konnten wir basierend auf Umfragen unseren USP für die Cashtags schärfen. Wie funktioniert das? Mit einer lokalen Prepaid-Card bringen wir KMUs, Kunden und digitale Lösungen zusammen. Durch Angebote wie eine lokale App zum Entdecken der Geschäfte, eine News-Funktion, kontaktloses Bezahlen und eine Guthabenlösung für die Generation Z verbessern wir lokale Handels- und Marketingaktivitäten. Wir sind bereits auf dem Markt. Basierend auf Marktbedürfnisse haben wir neue Features entwickelt und dafür von Kunden, Unternehmen und lokalen Gemeinschaften bereits vielversprechendes Feedback erhalten. Mit unserer Idee der Cashtags geben wir verschiedenen Akteuren, Unternehmen, Bewohnern und KMUs eine Möglichkeit, ihre Region zu unterstützen, zu gestalten und darüber hinaus in eine Interaktion zu treten. Mit den Cashtags bleibt das Geld nicht nur in der Region, sondern kann auch an einen Anlass, einen Zweck oder einen Bereich gebunden werden. Zum Beispiel die Junior Cashtags. Damit können Eltern ihren Kindern ein erstes digitales Guthaben zum Erfahrungssammeln bereitstellen und gleichzeitig dafür sorgen, dass das Guthaben nicht für Alkohol oder Zigaretten ausgegeben wird. Wir planen innerhalb der nächsten 2 Jahre mit regionalen Partnern und einer White-Label-Plattform im deutschen Markt zu expandieren. Mit regionalen Partnern wie der Sparkasse als Bankpartner, aber auch Unternehmensvereinen und der Region selbst können wir schnell eine solche Plattform für die Region entwickeln. Unsere Lösung kann auf jede Region individuell angepasst werden und ist skalierbar von Größe und Umfang. Unser Geschäftsmodell basiert auf einer Transaktionsgebühr von 6% bzw. im Rahmen des lizenzierten Modells auf einer monatlichen Gebühr pro KMU. Unsere Lösung zielt auf einen riesigen Markt für Unternehmen und Verbraucher in Deutschland. Das adressierbare Volumen des Prepaid-Marktes beträgt 25 Milliarden Euro, das wir mit mehr als einer 500.000 KMUs verbinden. Ein spannendes Feedback zu unseren Junior-Cashtags zeigt einerseits, dass 70% finden, dass Jugendliche den Umgang mit digitalem Guthaben schnell erlernen sollten und 96% finden den Ansatz der Junior-Cashtags sehr gut. In den letzten 9 Monaten konnten wir 850 KMUs mehr als 3.500 App-Nutzer gewinnen, was zu 15.000 Transaktionen führte und ein Prepaid-Volumen von über 500.000 generierte. Gegründet in der Krise und geeint durch die Mission, deckt unser Team alle Bereiche für eine erfolgreiche Entwicklung ab und konnte bereits erstaunliche Ergebnisse erzielen. Danke, ich freue mich auf die Fragen. Vielen herzlichen Dank, das war eine Punktlandung, würde ich sagen. Hast sogar noch 2 Sekunden übrig gehabt. Sehr, sehr gut. Also, dann gebe ich gleich mal an die Jury ab. Liebe Jurymitglieder, gibt es von eurer Seite Fragen zu diesem Pitch? Wer meldet sich? Ich hatte eine Frage. Hattet ihr auch die Gelegenheit, mit den Verbrauchern zu sprechen? Also mit denen, die die KMUs dann am Ende für sich gewinnen wollen, was die davon halten? Also im Prinzip, wir haben ein deutliches Feedback von unseren Verbrauchern, beziehungsweise Kartenbesitzern, weil wir ja schon auf der einen Seite in Berlin ja schon am Markt sind und auch auf der anderen Seite in München mit der Minga-Card. Und die sind super happy, weil sie sagen, hey, das ist toll, dass wir eigentlich ein Guthaben haben, was wir nur in der Region für unsere Lieblingsläden ausgeben können. Wir haben dabei zum Beispiel auch solche Modelle, wie das Unternehmen ihren Mitarbeitern die B-Card gegeben haben. Und die waren natürlich alle super happy, weil auf der einen Seite sie gesehen hat, das Unternehmen engagiert sich in der Region und sie selber können ihre Lieblingsorte unterstützen.
So, dann sehe ich, dass sich Christopher Schmitz von EY gemeldet hat. Deine Frage bitte. Also meine Frage war, Prepaid Volumina auf den Karten. Wie kommen die da drauf? Ist das nur eine Bestückung durch den Karteninhaber? Gibt es da auch eine Idee, eine Händlerfinanzierung durchzuführen? Sprich, kann der Händler dann auch Rabatte geben und ähnliche Themen? Also wir haben ein Bonuspunktprogramm. Das ist ja, das stimmt, das haben wir auch. Aber wir wollen eigentlich nicht mit unseren Lieblingsorten in eine, sagen wir mal, Discount-Schlacht gehen, sondern wir haben ein Bonuspunktprogramm in der Hinsicht, dass wir, unser Ansatz ist ja eigentlich alle zusammenzubringen. Das bedeutet, dass wir diese Bonuspunkte eigentlich nutzen wollen, auch um wieder große Unternehmen anzusprechen, die sagen, wenn ihr bei uns die Bonuspunkte einsetzt, könnt ihr gewisse Leistungen von uns bekommen. Und auch im Prinzip einen Kreislauf zu schaffen, keine Rabattschlacht, sondern alle mit ins Boot zu holen, dass man zum Beispiel bei der Sparkasse in Berlin zum Beispiel, wenn man die B-Card-Punkte benutzt, für den ersten Monat die Kontoführungsgebühren frei hat. An sowas denken wir. Wir wollen eigentlich nicht in eine Rabattschlacht gehen. Okay, Frage beantwortet? Wenn ich es richtig verstanden habe. Okay. Ja, ja. Gibt es noch eine weitere Frage aus der Jury? Ich schaue mal kurz. Ja. Ich hätte auch noch eine Frage. Ja. Bin ich dran? Achim Wagner? Ja, Achim Wagner ist dran von der Mastercard. Ja, okay, Entschuldigung. Genau, ich habe zwei Fragen. Zum einen geht es nochmal um die Händlerinfrastruktur. Also wenn ich das richtig verstanden habe, reden wir über einen Barcode. Das heißt nicht über die klassischen Strukturen einer Kartenzahlung, sondern eher über ein proprietäres System. Da braucht der Händler ja auch ein Gegenstück, nenne ich es mal, das ist das eine. Und das zweite ist, diese, lass den Klick in deine Stadtprogramme, gibt es ja schon an der einen oder anderen Ecke. Es gibt diese Regio-Cashback-Programme, Cards for You, fällt mir da zum Teil ein. Da würde mich nochmal interessieren, wie ist euer USP im Wettbewerb zu den anderen, auch vor dem Hintergrund, dass der Händler, wenn ich eben die Zahl richtig verstanden habe, ja 6% Provision zahlen soll, was ja deutlich mehr ist, als wie das, was man herkömmlicherweise bei einer nicht oder bei einer bargeldlosen Zahlung kennt. Also, eure Antwort. Ja. Man darf unsere Transaktionsgebühren, um es auf der einen Seite mal zu sagen, nicht als reine Transaktionsgebühren sehen, weil wir ja mehr sind als nur ein Kartendienstleister. Ne? Also wir engagieren uns auf der einen Seite für im Marketing. Das bedeutet, wir schaffen Öffentlichkeit, wir schaffen einen öffentlichen Raum, wo die einzelnen Läden gesehen werden. Wir sind auf der anderen Seite auch aktiv dabei, Unternehmen in der Region zu aktivieren, in das Netzwerk, in das Guthabennetzwerk zu investieren. Und das muss ich auch sagen, auf der anderen Seite, das wird von unseren Händlern auch absolut akzeptiert, weil sie sehen, wir sind nicht nur so ein anonymer Kartendienstleister im Hintergrund, der, sagen wir mal, auch wenn es nur 1,2% nehmen, sondern sie sehen bei uns, dass wir viel mehr sind. Wir sind eigentlich neben dem Kartendienstleister viel, viel, viel mehr und das wird auch so akzeptiert im Markt. Zur ersten Frage, unser USP ist eigentlich eher am meisten zu sehen, dass wir offen sind. Wir sind bereit zu vielen Partnerschaften, wir können viele Sachen integrieren und also das, ich glaube, das ist so unser größter USP, dass wir offen sind für alle anderen. Wir machen nicht ein kleines einzelnes Projekt oder auch so ein geschlossenes System, sondern wir sind offen nach allen Seiten. Frage beantwortet, Achim. Bitte? Frage beantwortet. Ja, danke. Wenn ich noch kurz eine kleine Frage anschließen kann. Ja. Wer akquiriert am Ende des Tages den Händler? Schließt der Händler den Vertrag mit der lokalen Sparkasse oder schließt der Händler den Vertrag mit eurem Unternehmen? Also wir haben zwei Modelle. Einmal selbst operierte Plattformen, wie in Berlin und in München. Da schließen sie den Vertrag mit uns. Mit unserem Lizenzmodell schließen sie den Vertrag dann jeweils mit den regionalen Partnern, also die Betreiber der Plattform. Das kann die Sparkasse sein, das können aber auch Gewerbevereine sein, das kann die Stadt selber sein. Also es kommt immer darauf an, wo und wer. Also offen für alles und es kommt immer darauf an, das nehme ich jetzt mit aus eurem Pitch. Vielen Dank, Max, vielen Dank ans Team Regional Hero.